Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und ja, Happy Halloween. Nachträglich. Ne? Es war wieder mal Halloween. Horror-Clown-Kostüme waren dieses Jahr nicht so angesagt. In Amerika sind Horror-Clowns sogar verboten. Ärgerlich für Trump, der wollte eigentlich noch ein bisschen Straßenwahlkampf machen. Aber man braucht ja auch nicht unbedingt ein Kostüm. Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und gute Gene hat, dann kann man auch so seine Umwelt schocken. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zum Beispiel, der ist ja von der Evolution durchaus auch Halloween-tauglich ausgestattet. Ich weiß, wovon ich spreche, mir geht's ja genauso. Oder auch die CDU-Twitter-Queen Erika Steinbach. Ne? Gar kein Problem, gar kein Problem. Und ach so, hier. Mein persönlicher Favorit, Thomas de Maizière. Allerdings muss ich zugeben, ich fremde durchaus noch mit diesem Halloween, ja, dieser amerikanische Brauch. Was soll das? Ich meine, wir kritisieren die Amerikaner an allen Ecken und Enden. TTIP und der doofe Trump und der Drohnenkrieg. Ja, wir kritisieren die Amis immer und überall. Aber kaum sind Süßigkeiten im Spiel, zack, übernehmen wir alles kritiklos. Es sind ja immer die Feste mit den Süßigkeiten, die wir kopieren. Ja, bei mir gibt es keine Süßigkeiten, ich mache das nicht mit. Bei mir an der Tür gibt es Leberwurstbrot. Ja. Oder eine Masernimpfung. Für die Hipsterkinder von nebenan. Ja, und vorher mache ich auch einen Wissenstest. Ja? Wie ist denn das Fest überhaupt entstanden? Wisst ihr das eigentlich, ihr Rotzbengel? Ja? Dass vor 500 Jahren Martin Luther 95 Kürbisse an die Kirchentür zu Wittenberg genagelt hat. Wisst ihr das? Dass Luther damals dem Papst zugerufen hat, Süßes oder Saures. Ja, dass wir nur deswegen hier und heute Halloween feiern. Das wisst ihr nicht. Das weiß kein Mensch mehr. Ja, man kann nichts mehr voraussetzen heutzutage. Ja, das Lutherjahr hat begonnen. Ich finde, da kann man ruhig mal ein bisschen Bildungsfernsehen machen. Und Luther wird uns ja jetzt 365 Tage lang begleiten. Der große Reformator. Ja, ja, so kann man es auch sagen. Und Luther hatte natürlich einen wirklich guten Claim. Das muss man sagen. Hier stehe ich und kann nicht anders. Ein Supersatz. Hier stehe ich und kann nicht anders. Ja, ein markanter Satz, der ist griffig, der prägt sich ein, der geht ins Ohr. Der wirkt auch nach 500 Jahren noch. Und genau sowas wollten PR-Profis auch für das Land Niedersachsen finden. Niedersachsen ist nämlich gestern 70 Jahre alt geworden. Ja, das Bundesland Niedersachsen sieht älter aus. Es fühlt sich auch älter an, aber es ist 70. Seit gestern 70. Und braucht ein catchy Motto, das groovt und in Erinnerung bleibt. Daniel Sprenger hat die Story. Pressekonferenz in Hannover. Hier werden Sie Zeuge von etwas Großem, nie Dagewesenem. Achtung, mitschreiben. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat unglaubliche Neuigkeiten zu verkünden. Wir haben heute im Kabinett einen Beschluss gefasst über den Slogan, mit dem das Land Niedersachsen in den nächsten Jahren nach innen und nach außen für Niedersachsen werben will. Vergessen Sie die alten Sprüche wie Niedersachsen, Land mit Weitblick oder Sie kennen unsere Pferde, erleben Sie unsere Stärken. Vorbei. Jetzt kommt der größte Slogan aller Zeiten. Trommelwirbel. Der lautet schlicht, aber ergreifend Niedersachsen klar. Was für ein Slogan. Ein Land, ein Wort. Niedersachsen klar. Da muss man erst mal drauf kommen und das kommt an bei den Niedersachsen. Klar. Als Spruch? Das ist kein ganzer Satz. Niedersachsen, klar. Ja. Niedersachsen kenne ich. Und klar, Punkt nicht. Macht nichts, können Sie kennenlernen, denn es gibt eine große Kampagne mit dem Spruch. Ich finde, es ist der richtige Ansatz, auch ein selbstbewusstes Land zu zeigen. Ein Land, das mit einem Wort auskommt, weil in diesem Wort sehr viel drinsteckt. Sehr viel. Nämlich K. L, A und auch noch ein R, klar. Und ein bisschen Geld.
45.841,20 € kostete der geniale Spruch. Und das sind ja nur, mal rechnen, 11.460,30 € pro Buchstabe. Ich finde auch, es ist ein Wort, das einen Aufforderungscharakter enthält. Niedersachsen, klar. Ich kann mir diesen Slogan auch mit einem Ausrufezeichen vorstellen. Oh, ein Ausrufezeichen am Ende? Das würde aber extra kosten. Ist klar, ne? Die Chinesen sind sauer auf uns. Und der Grund dafür, dass die Chinesen vergrätzt sind, ist gar nicht so sehr Sigmar Gabriel, der gerade mit großer Klappe durch China tourt, sondern er hier, Günther Oettinger. Sieht ein bisschen aus wie die Kasperle-Figur, vor der ich mit 4 Jahren so furchtbare Angst hatte. Gut, ich muss mich da immer überwinden, da hinzugucken, ganz ehrlich. Aber Günther Oettinger ist, er ist der Mann, der EU-Haushaltskommissar werden soll und bislang zuständig ist für Digitales. Der flotte Herr Oettinger hat mal wieder eine Rede gehalten, in der er über chinesische Wirtschaft gesprochen hat. Und er hat darin die Chinesen als Schlitzaugen bezeichnet. Und wie sehen die so aus? Alle Anzug, Einreiher dunkelblau, alle Haare von links nach rechts mit schwarzer Schuhcreme gekämmt. Ja. Er hat das aber nicht böse gemeint und auch nicht rassistisch gemeint. Klar, Schlitzaugen ist ja nicht rassistisch. Das ist ein ganz normales Wort, das man als EU-Kommissar ohne weiteres verwenden kann. Ja, das kennt der Oettinger auch aus der Schule, aus dem schwäbischen Schulatlas. Damit ist er groß geworden. Da steht das wirklich so auf der Weltkarte. Hier, ne? Schwäbisches Weltkärtle. Das ist natürlich. In der Mitte haben wir das Ländle, ne? Ganz klar. Das Ländle ist im Zentrum. Dann sind da im Norden die Käsköppe, die Froschfresser. Sind natürlich im Westen die Ossis, die Schlitzaugen. Und im Süden die Neger. Ja? So hat es der Oettinger gelernt, dass es die Welt wie der Schwabe sie sieht. Und ganz außen drum ist ein Jägerzaun, damit der Oettinger vom Rand der Erde nicht runterfällt. Dann, wenn Sie wollen, gerne, jederzeit. Die Zeit haben wir auf jeden Fall. Dann ist ihm noch was aufgefallen. Dann hat Oettinger noch gemerkt, dass die Chinesen keine Frauenquote haben und dass deswegen keine Frau in den Vorständen ist. Klar, so denkt er. Wenn es keine Frauenquote gibt, dann schafft es auch keine Frau ganz nach oben. Wobei ich die Logik nicht ganz verstehe. In der EU gibt es auch keine Deppenquote. Und trotzdem hat Oettinger immer wieder irgendwo einen Posten. Außerdem hat er sich dann lang und breit darüber beschwert, womit sich in Deutschland zurzeit alle beschäftigen. Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 63, Betreuungsgeld, der komischen Maut, die aber nicht kommen wird, bald noch mit der Pflicht-Homo-Ehe. An der Stelle hat sich sogar das Mikrofon für ihn geschämt. Ja. Die Pflicht-Homo-Ehe. Ja, die Pflicht-Homo-Ehe soll aber tatsächlich eingeführt werden. Sie scheitert bislang einfach daran, dass sie noch kein Mann gefunden hat, der Lust hätte, mit einer Pfeife wie Oettinger verheiratet zu sein. Oettinger hat sich erklärt. Er versteht die Aufregung nicht. Und Oettinger hat zu seiner Verteidigung gesagt, es wäre bei diesem Satz um das Thema Wettbewerbsfähigkeit gegangen. Ich verstehe es aber immer noch nicht. Was heißt denn das? Was will uns der wirre Opa damit sagen? Sind wir Deutschen bei der Homo-Ehe nicht wettbewerbsfähig? Ist der Chinese uns im Schwulsein voraus? Müssen wir alle schwuler werden? Ich verstehe ihn nicht, diesen Verbalpudding von Dr. Oettinger. Jetzt sagen viele, damit hat sich Oettinger für ein Amt in Europa eindeutig disqualifiziert. Das sehe ich nicht so. Denn für eine Disqualifizierung müsste er vorher mal qualifiziert gewesen sein. Und es war nicht die erste peinliche Rede von Günther Oettinger. Es gab zum Beispiel schon diese hier. We cannot allow that everybody does as he pleases. Ja, es ist alt, aber ich könnte es mir immer wieder anhören. Hier, es wird noch besser. 50% of business is psychology. Bis heute weiß keiner, welche Sprache das war. Profiler der CIA versuchen das seit Jahren zu entschlüsseln, versuchen den Geheimcode zu knacken. Und es gab natürlich die Rede, wo Oettinger sagte, der ehemalige Ministerpräsident Filbinger sei kein Nazi gewesen.
Ich glaube, Oettinger schreibt gerade auch an einem Buch über Hitlers Zeit im Widerstand. So ist er. Oettinger, einfach unverbesserlich. So. Und jetzt mal abgesehen davon, dass das natürlich inhaltlich alles unglaublich peinlich ist. Man fragt sich doch, wie doof kann denn jemand sein, das auch noch öffentlich zu sagen? Ja, wenn man es schon denkt, warum sagt man das auch noch? Ist der gar nicht auf die Idee gekommen, dass sich jemand mitfilmen und auf YouTube stellen könnte? Nein, auf die Idee ist der gar nicht gekommen. Ich glaube, der weiß gar nicht, dass so etwas technisch möglich ist. Wenn ich am Flughafen Hamburg bin, ich habe noch gerne eine Zeitung in der Hand. Newspaper. Neuigkeiten auf Papier. Früher hatten alle eine Zeitung zur Hand. Da bin ich der Einzige. Die anderen Köpfe gesenkt, Display an, online, unterwegs. Keiner liest mehr Zeitung auf Papier. Newspaper. Auch schön, wie er es nochmal erklärt. Ne? Nur er liest die papierende Zeitung. Der Kommissar für Digitales liest nur Zeitung auf Papier. Ausschließlich. Er liest die Zeitung auf Papier, er archiviert Artikel auf Papier. Er isst in London seine Fish and Chips in Zeitungspapier. Er soll einmal versucht haben, diese Fish and Chips aus seinem Laptop zu essen. Er war total enttäuscht. Seitdem will er von digitalen Medien nichts mehr wissen. Kann man verstehen. Das Ende seiner rassistischen, homophoben und frauenfeindlichen Rede ist leider nicht mehr mitgefilmt worden. Ich glaube, da hat er noch gerufen, Make Stuttgart Great Again. Hier ist unser Lied für Oettinger. In Germany we try a funds solution on the initiative of the Deutsche Bank in cooperation with other banking groups to prevent the risk of credit crunch. 1, 2, ich hab in Brüssel den längsten Rüssel und steck ihn überall rein. Ich bin politisch unkorrekt, doch das muss auch mal sein. Bin Kommissar mit Haut und Haar, mein Englisch wird immer besser. Sex Appeal und Sprachgefühl. Everything hangs together. Schwaben, bum, bum, ha, ha, ha. Schau, schau, der Kommissar geht um, ha, ha, ha. Ich bin schon geiler Typ. Braucht man eigentlich Selfies, Nacktaufnahmen? Ich bräuchte es nicht. Der digitale Kommissar bin ich immer gern gewesen. Hab's ganze Internet ausgedruckt und alles durchgelesen. Ich hab noch nie einen Trend verpennt, find Populismus cool. Ich läschter über die Homo-Ehe, die ist mir viel zu schwul. Ich dreh kein Schlitzaug auf den Schlitz, ich bin doch kein Rassist. Chinesen haben Schuhcremescheitel, ich sag nur, wie es ist. Ich laber gern rum, hahaha. Ihr glaubt, der Kommissar ist dumm, hahaha. Na gut, ein bisschen dumm vielleicht, aber nichts für ungut, gell? Also, tschüssle und... Thank you all for being here. This was a song from Dennis Gaub and Jesko Friedrich. Leute, ich muss sagen, ich hab Schwein gehabt. Ich hab wirklich richtig Schwein gehabt. Ich habe nämlich die letzten Bananen gekauft, bevor es die in Deutschland nicht mehr gibt. Die Revolution steht nämlich vor der Tür. Der Sozialismus kommt. Die SPD denkt über Rot-Rot-Grün nach. Und sofort bricht Panik aus. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer kriegt sich gar nicht mehr ein. Jetzt ist es amtlich. Rot-Rot-Grün hat sich getroffen. Und Rot-Rot-Grün will unsere Republik verändern. Das wollen wir nicht. Deswegen CSU. Ach, der ist richtig aufgescheucht. Aber sowas von. Ja, er warnt sogar bei Facebook vor einer Linksfront. Die Linksfront setzt sich in Bewegung. Diese Linksfront würde Deutschland massiv schaden. Ja, ich prophezeie, dieses Wort werden wir noch häufig hören. Linksfront. Und mal ehrlich, kann man sich etwas Linkeres vorstellen als eine Regierung mit der SPD und den Grünen? Das klingt nach Revolution, oder? Da ist die SPD mit ihrem Führer Sigmaro Che Gelaber. Das sind die Grünen. Natürlich. Die Grünen mit dem Superrevoluzzer Winfried Kretschmann alias Fidel Tofu. Ich kann mir vorstellen, wie die beiden in der Schweinebucht kämpfen. Ja, falls nicht gerade Veggie Day ist. Also das wird eine Revolution, sage ich Ihnen, mit der SPD, die den Steuersatz für Reiche gesenkt und mit der Agenda 2010 die Ausbeutung der Geringverdiener ermöglicht hat. Und mit den Grünen, die eine ausgesprochen gut situierte Wählerschaft haben und in Baden-Württemberg die Autoindustrie pampern. Ich glaube, das wird die erste linke Revolution sein,
die vom Unternehmerverband unterstützt wird. Und nun abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichten von Sine Wiegers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Jetzt das große Staffelfinale mit den dreckigsten Folgen von War of Wahlkampf, produziert von den miesesten Intriganten der USA. Wenn alle glauben, es ist alles aufgedeckt zu den Kandidaten. Wenn schon Kinder schreien, sperrt sie ein, sperrt Clinton ein. Dann wird es doch noch mal richtig schmutzig, und zwar täglich. Die New York Times berichtet von dubiosen Steuertricks des republikanischen Kandidaten Trump. Hillary Clinton ist überraschend erneut ins Visier des FBI geraten. Und klar, das FBI wusste offenbar bereits seit Anfang Oktober von den E-Mails. Weiß aber auch, wie man die Spannung hält. Möglicherweise weitere E-Mails. Was es ist, wissen wir noch nicht. Womöglich Steuerzahlungen. Möglicherweise belastendes Material. Das weiß man alles noch gar nicht. Ja, man denkt, das sieht doch so ein bisschen wie ein Hollywood-Thriller aus. Aber die Realität ist krasser als jede Serie. Ja, Respekt. So einen schmutzigen Wahlkampf hätte ich nie spielen können. Orbans Dorf soll schöner werden. Der Viktor Orban, ne? Der kommt ja aus ganz bescheidenen Verhältnissen. Das Dorf Feldschuh, wo auch Ministerpräsident Orban aufwuchs. Ja, und bis heute dieses kleine Ferienhäuschen hat. Und daneben hat er dieses für ein Dorf protzige Fußballstadion hochgezogen. Mit rund 13 Millionen Euro aus der Staatskasse. Hui, das sieht ja richtig urban aus. Und was zuckelt da so süß heran? Diese Schmalspurbahn. Diesmal vor allem finanziert durch einen Millionenzuschuss von der EU. Noch dazu wurde in dem EU-Förderantrag gelogen. Darin steht, täglich würden 2.000 bis 3.000 Menschen mitfahren. Na, heute immerhin 2 bis 3 Menschen. Aber warum nicht mehr? Weil die Bahn nicht weit von Orbans Haus losfährt und quasi ins Nichts führt. Gute Fahrt, EU-Millionen. War sonst noch was? Ach ja, wissen Sie, was Hamburgs Millionengrab geworden ist? Fertig! Ja, aber vor allem, genau. Dass der NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt mit dem Fall Peggy in Verbindung gebracht worden war, ist ja wohl doch auf einen Fehler der Ermittlungsbehörden zurückzuführen. Man hat da nochmal nachgeguckt und nachgeforscht. Und hierbei haben sich nunmehr mögliche Anhaltspunkte dafür ergeben. Nein, das muss Ihnen ein Fachmann erklären. Hierbei haben sich nunmehr mögliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass durch die mit der Spurensicherung in beiden Fällen befasste Tatortgruppe der Polizei in Thüringen teilweise identisches Spurensicherungsgerät verwendet wurde. Teilweise identisch. Vielleicht muss ich es doch noch mal erklären. Es wurde ganz einfach ein und derselbe Zollstock verwendet an zwei verschiedenen Tatorten, mindestens. Die haben offenbar bei der Polizei nur einen einzigen Zollstock. Und anders als beim Tätowierer werden die Instrumente bei der Polizei nicht regelmäßig gereinigt. Seit ich das weiß, habe ich ein echtes Problem bei der Alkoholkontrolle in dieses Röhrchen. Nun ja. Ich verstehe ja, dass die Polizei sparen muss, aber man kann es wirklich übertreiben. Oder andererseits, klar, es ist auch praktisch. Die Kriminalisten bringen die Spuren direkt mit. Also wenn diese Truppe am Tatort eintrifft, fragen die erstmal, gibt es Verletzte? Ansonsten hätten wir noch einen im Kofferraum liegen. Ich bin ja froh, dass nicht irgendjemand noch ein Haar von Gudrun Enslin unterm Schuh hatte. Da wäre die Konfusion perfekt gewesen. Und falls Sie sich fragen, was macht denn die Polizei eigentlich mit einem Zollstock, kann ich Ihnen sagen, die messen nach, wie groß das Verbrechen ist. So groß oder eher so groß. Zu den vielfältigen Ermittlungspannen rund um den nationalsozialistischen Untergrund sehen Sie nun X3Y ungelöst mit Janine Ullmann. Guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen bei Aktenzeichen X3Y ungelöst. Neue Erkenntnisse im NSU-Fall. Die DNA von Böhnhardt, Mundlos und Schäpe sind an weiteren Tatorten nachgewiesen worden. Unter anderem in der Badewanne von Uwe Barschel,
am Schuh von Lady Di und am Torpfosten von René Adler. Deswegen schalten wir jetzt live zum Leiter des Polizeilabors. Herr Professor, handelt es sich bei diesen DNA-Funden denn um Ermittlungspannen? Nein, nein, Ermittlungspannen? Also wir arbeiten hier sehr genau, höchst professionell. Gut, um die noch offenen Fragen im NSU-Fall zu klären, sind die Behörden im Dauereinsatz. Nach intensiver Suche hat die Polizei jetzt neue Zeugen gefunden. So, Sie sind ja die Zeugen. Was wissen Sie über den NSU? Nichts, aber wir wissen sehr viel über Gott. Aha. Aha. Überraschender Fund an einem der Tatorte. Dort ist ein sogenannter Kackhaufen entdeckt worden. Der Haufen stammt aber nicht, wie zunächst angenommen, von Beate Zschäpe, sondern vom Polizeihund Balduin. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um denselben Hund, der schon an anderen Tatorten Beweise aufgefressen hat. Gut, die Beweise rochen auch immer nach Wurst. In Zukunft werden wir den Tatort erstmal ordentlich reinigen, bevor wir den Spürhund dahin lassen. Für das Verschwinden zahlreicher Akten in den Büros des Verfassungsschutzes sei Balduin aber nicht verantwortlich. In monatelangen internen Ermittlungen konnten Forensiker folgenden Tathergang rekonstruieren. Auf einer Bananenschale, die mehrere Jahre an derselben Stelle im Büro lag, ist ein Mitarbeiter mehrfach ausgerutscht und gegen das leicht geöffnete Fenster gestolpert. Der Windstoß aus dem geöffneten Fenster hat dann dem Mitarbeiter bestimmte NSU-Akten aus der Hand gerissen und um die Ecke hinter einen Tisch geweht, wo zufällig der Reißwolf stand, in den die Akten dann hineingefallen sind. Tja, liebe Zuschauer, zum Schluss haben uns die Behörden gebeten, folgenden Aufruf zu verlesen. Wir brauchen Ihre Mithilfe. Dringend. Für Hinweise aller Art sind wir dankbar. Scheiße, ey. Irgendwas. Wir geben den Fall sonst auch gerne ab an irgendjemand, der sich mit sowas auskennt. Ja. Und das war Aktenzeichen XY ungelöst. Sehen Sie jetzt im Anschluss Akte Nix, die unheimlichen Fälle des BKA. Und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Janine Ullmann. Haben Sie das gehört? Der Pegida-Gründer Lutz Bachmann, der vor kurzem erst auf die Kanaren ausgewandert war, wurde jetzt auf Teneriffa zur unerwünschten Person erklärt. Pegida, geh wieder. Ist eine Unverschämtheit, oder? Wie ausländerfeindlich die Leute da unten sind. Wir waren ja froh, dass wir ihn losfahren. Und immerhin Teneriffa. Ne? Achtung, Erdkunde-Gag, da kann er wenig verbrannte Erde hinterlassen. Es ist natürlich irgendwie ulkig, dass es gerade die Rechten ins Ausland zieht. Nach dem Motto, Wasser predigen, Sangria saufen. Ne? Ex-NPD-Chef Holger Apfel ist ja auch ausgewandert nach Mallorca. Diese Rechten haben, glaube ich, einfach eine ausgesprochene Inselbegabung. Eine ausgeprägte Inselbegabung sieht man immer wieder. Auf Ibiza schließen sie schon mal vorsorglich den Flughafen. Was war sonst noch los am rechten Rand? Die NPD wollte sich vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof trösten lassen, weil sie in Deutschland dauernd diskriminiert wird. Menno, die anderen Kinder nennen mich immer verfassungsfeindlich. Die Klage wurde abgewiesen und als wäre das nicht ärgerlich genug für die rechten Mehlmützen, liest ihnen jetzt auch noch unser Führer, die Leviten. Und jetzt, ring, 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 neueste nationale Nachrichten. Neulich habe ich wieder meine Lieblingssendung Quizduell geschaut. Ich bin ja auch so ein kleiner Ratefox. Aber danach, was war das in den Nachrichten? Die rechtsextreme NPD ist vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit einer Beschwerde gegen den deutschen Staat gescheitert. Wie bitte? Die Memmen von der NPD haben sich beschwert, weil sie sich diskriminiert fühlen? Die Partei hatte argumentiert, sie werde in Deutschland als verfassungswidrig stigmatisiert und in ihren Rechten beschnitten. In welchen Rechten werden Sie denn beschnitten? Beim Recht auf Latte Macchiato, Herr Pasteurs? Sie haben wohl so viel geschäumte Milch im Hirn. Ihre NPD sitzt ja nicht mal mehr in einem Landtag, sondern nur noch am Kaffeetisch. Erklären Sie der Eva Braun-Kopie in Ihrem NPD-TV mal warum.
Zunächst muss man mal feststellen, dass hier in diesem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, Wahlbetrug schon aktenkundig ist. Hier in diesem Land werden Wahlen manipuliert. Das ist gerichtsnotorisch. Und Sie sind gerichtsneurotisch, Sie Plumpsgesicht. Hat Ihre NPD keine anderen Probleme? Vor Gericht hieß es, die NPD erklärte, es gebe keinen ausreichenden Polizeischutz bei ihren Versammlungen. Pasteur, Sie alte Heulsoße! Wovor brauchen Sie den Polizeischutz? Vor der Einsamkeit? Sie haben wohl zu viel Landluft geschnuppert, oder warum jammern Sie nur noch über die etablierten Parteien? Sie dominieren und schreiben vor und sind diktatorisch und sind apodiktisch. Apo was? Und was haben Sie gegen diktatorisch? Jetzt kommt euer Diktator und diktiert euch mal was, ihr Klappspaten, Klageweiber, Klosteinlutscher, Unterhosenbügler, Wettrich! Die Freiheit von allen Sorgen, meine Damen und Herren, die Freiheit von allen Nöten, von allen Verpflichtungen, das nennt man im Buddhismus Nirvana. Bei uns hieß es lange Zeit Rente. Ja, man kann es ja gar nicht mehr daran erinnern, aber die Rente war wirklich mal, das war der Endzustand des Lebens, wenn man alles geschafft hatte. Dann gab es den Renteneintritt und da gab der Mensch sein bisheriges irdisches Dasein ab und wurde wiedergeboren als Trekking-Sandale. Das ist vorbei. Immer mehr Rentner können den Ruhestand nicht genießen, weil die Rente zum Leben nicht ausreicht. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man glatt Witze drüber machen. Ne? So wie die Kanzlerin letztens bei der Jungen Union. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, war, wie können Sie mir eigentlich sicherstellen, dass meine Rente sicher ist? Da musste ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu lachen. Ja. So geht's vielen. Wenn Sie auf Ihren Rentenbescheid schauen. Nun, es gibt ja in Deutschland drei Säulen der Altersversorgung. Es gibt die gesetzliche Rente, die betriebliche Rente und die Riester-Rente. Die unterscheiden sich. Bei der gesetzlichen Rente zahlen die Jungen in einen Topf, aus dem dann direkt die Rente für die Alten gezahlt wird. Bei der betrieblichen Rente zahlen die Arbeitnehmer beim Arbeitgeber in einen Topf, aus dem dann später die Rente ausgezahlt wird. Und bei der Riester-Rente zahlen alle in das Portemonnaie von Carsten Maschmeyer, aus dem dann die Fummel für Veronika Ferres bezahlt werden. So funktioniert das. Und ab 2030 werden die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und dann droht das System zu kollabieren. Und genau in dem Moment kommt die CSU mit ihrer Mütterrente an. Die wollen diese Mütterrente, weil ja viele CSU-Wählerinnen Mütter sind. Das wiederum liegt an den typischen CSU-Politikern, die neben der Ehe eben so viele Frauen zu Müttern gemacht haben. Ich glaube, dass genau das ist die Idee, die dahinter steckt. Ich kann es mir eigentlich gar nicht anders erklären. Ich glaube wirklich, jeder Euro Mütterrente verringert die Alimente. Die Rente ist ein Riesenwahlkampfthema und wird heftig diskutiert, natürlich auch im Bundestag. Hallo, Thema heute ist die Reform der Rentenreform. Das Wort hat Andreas Nahle. Ja, ich habe mir was ganz Neues ausgedacht. Jeder, der später eine Rente kriegen will, von der er leben kann, muss ab sofort sein gesamtes Bruttoeinkommen in die Rentenkasse rein abführen. Das sind ja 100% vom Gehalt. Das verhindert die Altersarmut, begünstigt aber die Armut für alle. Da habe ich wohl einen krassen Denkfehler gemacht. Dann ist mir Altersarmut natürlich auch lieber. Ich finde, wir lassen alles so. Die ganzen obdachlosen Rentner kann dann ja die Regierung in 20 Jahren aus den Fußgängerzonen wegscheuchen. Das geht doch nicht. Wie sollen die Gruftis denn dann ihr gestrecktes Dosenbier bezahlen? Die sollen die Zähne zusammenbeißen. Dafür muss man sportlich sein, wenn die Zähne auf dem Nachttisch liegen. Bewegung ist immer gut. Dann können wir ja auch das Renteneintrittsalter auf 123 Jahre hochregeln oder so. Richtig, man erreicht ja überhaupt nur was im Leben, wenn man so lange lebt, wie man braucht, um seine Ziele im Leben zu erreichen. Die Alten können ja auch einfach alle einen jungen Mann heiraten. Ich habe schon ein paar junge Männer angesprochen, die waren aber nicht interessiert. Leute, entspannt euch! Sobald die Hillary nächste Woche gewählt ist, schicken wir einfach alle Alten als Kanonenpolierer an die neue NATO-Ostfront. Potzblitz, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Prima, und alle rentenberechtigten Kriegsdienstverweigerer haben ab sofort das Recht auf eine Umschulung zum unbezahlten Paketzusteller bei Amazon.de. Vielen Dank, Carsten Deutschmann, Jens Böttcher und Henrich Sperling. Das war's von uns. Das Medienmagazin ZAPP zeigt jetzt Journalisten nackig, womit sich Datenhändler so beschäftigen. Keine Sorge, ich bin nicht dabei. Also bleiben Sie dran. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.